Hallo Leute, willkommen bei Milchbauer in Südamerika, einem LS19 Let's Play. Dies ist Teil 10. So, die Ernte ist eingebracht. Wir haben 8689 Liter Weizen geerntet. Immerhin, das Ding ist knapp halb voll. Naja, höchstens 40%. Aber ich habe mindestens 3 Ladungen Stroh in unser Strohlager gepackt. Und das ist ein echter Erfolg, finde ich. Das Stroh können wir jetzt ja auch für die totale Mischration verwenden. Dann sparen wir ein bisschen Silage. Das spart dann unterm Strich auch Geld. Beziehungsweise wir können dann mehr Geld mit der Silage durch Verkauf verdienen. Also das ist in mehrfacher Hinsicht sehr praktisch. So. Jetzt gucke ich mal, wo wir den Weizen am besten verkaufen können. Es gibt hier ja nicht viel Auswahl. Ja. Die Bäckerei hat den besten Preis, ganz klar. Naja, hier ist halt nicht viel Infrastruktur auf dem Land in Südamerika. So, ich denke mal, am besten fahre ich dann da unten rum. Und Tankstelle gibt es ja eine hier in der Nähe, aber da fahren wir dann gerade dran vorbei, weil ich will hier lang fahren. Wie sie alle blinken. Was habt ihr denn? Was wollt ihr mir verkaufen? Und da ist die Bäckerei. So viel ist klar. Ich denke mal, ich fahre dann nach der Bäckerei einfach hier rum, beim Shop vorbei, lass reparieren und zur Tankstelle. Das macht eigentlich am meisten Sinn. Ja, weil so schrecklich dringend ist es noch nicht mit dem Tanken. Gut. Ach, da kann ich auch gleich mal gucken, was dieses Grundstück kostet. Oh, es geht hier so hinten rum. 286.000. Das hat über 300.000 gekostet. Ah, das ist schon teuer. Und die BGA kostet hier, glaube ich, auch ziemlich viel. 176.000. Und dieses hier ist auch super teuer. Keine Ahnung warum, weil das ist ja irgendwie kleiner als dieses hier. 420.000. Und dieses hier. Ach, da kauft man das ganze Areal. Toll. Naja, ich denke mal, es sollte schon das hier sein. Aber nicht so bald. Das ist nicht drin. Aber ein Kredit für die BGA, wie gesagt, das muss ich mal ausrechnen. Jetzt fahren wir erstmal zur Bäckerei. So, und dann muss ich Gras ansehen. Hoppel, hoppel, hoppel. Ich meine, da würde man schon mindestens 1000 Euro pro Tag zusätzliche Zinsen zahlen müssen. Aber ich denke mal, das kriegt man auf jeden Fall lässig raus. Es muss halt noch mehr einbringen, damit es sich lohnt. Wir müssen den Kredit ja auch abzahlen irgendwann und so. Also am besten wäre es, wenn man ja von dem Mehrerlös nicht nur die zusätzlichen Zinsen zahlen könnte, sondern am Tag 5000 Euro abzahlen. Sowas in der Art. Dann ist man immer noch endlos lange mit dem Abzahlen beschäftigt. Länger als so ein Let's Play dauert. Okay, das will durchgerechnet werden. Also so von wegen, wie viel Ertragssteigerung ich dann erwarten kann pro Tag und so weiter und so fort. So, war das auch die Bäckerei, wo ich die Milch hinbringen musste? Ich glaube ja.
Na bravo. So, ach, der will hier um die Ecke fahren. Gut. Dann muss ich ja wieder rückwärts dahin parken. Toll, klasse. Aber der hier fährt sich besser rückwärts. Prunkstraße. Irgendwie hatte ich das verdrängt, dass das wieder die gleiche Bäckerei ist. Ja, eindeutig. Nun gut. Wie machen wir das am besten? Kriegen wir hier schon so ein bisschen so einen Winkel rein? Na, kaum. Von wegen, der fährt sich besser. Also der fährt sich schon besser, aber ich kann es trotzdem nicht gut. Auch mit denen nicht. So. Naja, wir kommen halbwegs vorwärts, wenn das auch keine offiziell elegante Methode ist. Dieses Geschiebe, weil das ist ja nicht richtig gefahren. Aber Hauptsache, wir kommen da irgendwie drauf. So, toll, klasse. Bei anderen sehe ich oft, die können da so ganz präzise lenken rückwärts mit Anhänger. Die machen hier die tollsten Feineinparkungen. Und ich komme nicht mal grob auf so eine Rampe drauf. Ich meine, irgendwann werde ich da drauf kommen, aber es ist ja für euch eine Zumutung, sich das angucken zu müssen. Ihr dürft Wetten abschließen, wie oft ich noch hin und her fahren muss, bis ich es schaffe. Na toll. Nein, warum stellt sich das Ding denn immer zu quer? Uzi, Tüken. So. Und jetzt einfach geradeaus fahren. Ja. Vielleicht so ein bisschen gegenlenken. Ja. Ja, das sieht vielversprechend aus. Jawohl. Uff. So, ich hoffe, das bringt jetzt wenigstens viel Geld. 6.653. Okay. Und jetzt gucken wir hier. 6.653. Ich glaube, das sieht man hier. 8.880 Mietkosten. Okay, also, und wo sieht man hier diese 6.000? Die müssten sie doch eigentlich auch hier stehen haben. Einnahmen, Getreide oder sowas. Verkaufte, verkaufte. Verkauftes Holz, Ballenwolle, Milch.
Einnahmenernte. Ah, weil ich heute schon so viel Silage verkauft habe. Okay. Aber wir haben etwa gut 2000 Euro Verlust gemacht. Okay. Ich denke mal, das Feld war einfach zu klein, dass ich, und darum hat sich das nicht gelohnt. Mit einem etwas größeren Feld, weil der Mähdrescher hat nur 0,4 Stunden gearbeitet. Der hätte mehr als doppelt so viel arbeiten können fürs gleiche Geld. Und dann hätten wir Gewinn gemacht. Aber so wie das jetzt war, war das Feld zu klein. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn das Stroh wieder alle ist oder demnächst alle ist, dann muss ich entweder ein doppelt so großes Weizenfeld machen oder gar nicht erst versuchen, die Körner zu ernten. Das kann ich mir dann ja überlegen. Aber 2000 Euro Verlust mit so viel Arbeit, das ist schon traurig. Immerhin haben die südamerikanischen Kinder jetzt was zu essen. So. Und dann auch noch dieses lahmarschige Ding hin und her fahren. Hin hab ich ja schon. Her muss ich noch. Das mache ich dann aber zwischen den Folgen, weil ich das euch gar nicht zumuten will. Jetzt wird erstmal repariert. Komm. Kommt schon, komm noch vorwärts vor lauter Schwäche. Ja, so. Okay. Das wird bestimmt eine teure Reparatur. So, reparieren. Nach 2 Tagen muss ich 911 Euro für die Reparatur zahlen. Okay, aber jetzt ist es wenigstens repariert. Mein lieber Trecker. Oh, muss schon wieder geputzt werden. Wie schnell der immer dreckig wird. Naja, der muss alle Arbeit machen. Außer die Arbeit vom Mähdrescher. So, jetzt müsstest du eigentlich wieder prima funktionieren. General überholt. Und jetzt kaufen wir da noch Sprit. Los, los. Jawohl, zeig mal, wie schnell du bist. Du kannst es doch. Aber ich glaube, das lag an meiner Taste. Weil irgendwie hat meine W-Taste manchmal Ladehemmung. So, jetzt geht's doch. Sehr schön. Dann wird er noch aufgetankt. Ist er bereit für die kommenden Schandtaten? Tja. Naja, da ist die Freude über das viele Stroh doch etwas getrübt. Aber ich wollte es halt ausprobieren. Und jetzt weiß ich, dass man so ein kleines Feld nicht mit einem Mietgerät abernten kann. Also man kann, aber dann zahlt man drauf. So. Na, trau dich. Hier ist Futter für dich, lieber Trecker. So, Befüllung starten. Jawohl. Oh, ordentlich. 207. Gut. Ja, wenn der Trecker so viel benutzt wird, kostet er dann schon
etwas über 500 Euro am Tag. So. Und jetzt parken wir hier ein. Oh, nicht so hastig. Ach, das geht schon hier am Rand. Warum nicht? Oh, und jetzt muss ich ja ansehen. Okay, das muss sein. Damit es da morgen Gras gibt. Ich dachte gerade schon, ja, man könnte jetzt vielleicht einen Auftrag mal in Angriff nehmen. Aber erst muss gesät werden. So. Nützt ja alles nix. Toll. So, oh, und die Lohnzahlungen kommen auch noch dazu. Ich meine, gut, das war. Das hat mit den Mieten nichts zu tun. So, hat es geklappt? Jawohl. Das ist, sagen wir mal, Let's Play bedingt. Weil ich nicht das gleich die gleiche Aktion das ganze Let's Play über machen will. So. Jetzt. Kein Weizen. Wir wollen jetzt Gras. Okay, sehr gut. Anschalten, absenken und los geht's. Gut. Okay. Zum Wenden mache ich es jetzt mal hoch, damit er nicht so viel schimpft. So. Naja, der Tag ist inzwischen auch schon halbwegs fortgeschritten. Also 16:01 Uhr habe ich jetzt hier. Ich denke mal, bis ich hier mit dem Sehen fertig bin und dann den Mähdrescher weggebracht habe, wird es wahrscheinlich auch schon wieder dunkel. So. Gut. Und weiter geht's. Ja, dann würde ich im Prinzip die nächste Folge vermutlich morgen starten, also am nächsten Tag. Ups, das passiert mir immer wieder, dass ich dann beim Wenden so viel Schwung kriege, dass ich da einfach übers Ziel hinaus schieße. Okay. Und vielleicht habe ich mich dann auch schon mit mir geeinigt, ob ich einen Kredit aufnehme, um die BGA zu kaufen oder nicht. Es ist ja schon eine schwere Entscheidung. Weil so einen doppelt so hohen Kredit an der Backe haben, fast doppelt so hoch. Das ist schon schlimm. So. Okay, auf jeden Fall wird dann hoffentlich die morgige Ernte besser ausfallen, obwohl jetzt sehe ich das erst nachmittags an. Das ist dann wahrscheinlich auch erst nachmittags erntereif. Leider.
Aber es gibt dann für ein paar Tage auf jeden Fall eine erweiterte Grasernte auf dem Feld. Und das ist doch ganz schön. So, nee, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich merke schon, irgendwie bin ich etwas unkonzentriert beim Fahren. Dann passieren mir immer so Vertippfehler. So, okay, ich denke, ich beende da mal diese Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.